Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Okay, es hat jetzt insgesamt dann doch etwas länger gedauert als geplant mit der Fortsetzung des Let's Plays. Ich hatte irgendwie vor 2 Wochen schon mal eine Nachricht geschrieben, hey, ich bin fertig mit Formatieren und jetzt kann ich wieder aufnehmen und dann gibt es am Montag definitiv eine neue Folge. Bam! Und was war? Nix war. Ja, ich habe einfach zu viele andere Sachen um die Ohren gehabt und muss jetzt ehrlich gesagt nach über einem Monat auch mal gucken. Vielleicht soll ich erstmal irgendwas die Stoppuhr starten, fällt mir gerade so ein, wenn wir eh schon dabei sind, ne? So. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Oh, Entschuldigung, ich habe so ein blödes Kratzen immer noch im Hals, das ist ein bisschen unangenehm. Also, wenn zwischendurch dann einfach mal, wenn ich zwischendurch einfach mal so unterbreche im Satz, dann musste ich das Mikro ausschalten, weil ich husten musste. Ja, genau, ich muss jetzt erstmal gucken, was überhaupt zuletzt gemacht worden ist. 14 Stunden bis der Satellit fertig ist, 17 Tage, 17 Tage. Richtig, wie lange die Einrichtungen? 11 Tage bis zum Kontrollzentrum. Deswegen wollte ich mir gar nicht genug Geld, okay? Ich wollte diesen hier eigentlich gerne schon mal ausheben. Ich habe auch genug Saft, Werkstätten. Gut, dafür habe ich also nicht genug Geld, aber der Monat ist ja auch, glaube ich, gleich zu Ende, beziehungsweise bald zu Ende. Ah, 14. erst, na gut. Und ich habe mich beim letzten Video natürlich mal wieder total peinlich verrechnet. Ich habe da gesagt, ja, dann können wir den Satelliten ja verlegen nach Frankreich. Und dann haben wir ja, brauchen wir einfach einen neuen, der braucht dann 20 Tage und das wäre dann ja der 21. Das ist natürlich Quatsch, wenn schon der 11. ist. 20 Tage drauf ist der 31. Den 31. April gibt es nicht, also schaffen wir es in dem Monat nicht mehr. Ich müsste jetzt noch einen Satelliten haben, beziehungsweise der wird ja in 14 Stunden gleich fertig. Oder habe ich sogar noch zwei? Mal gucken. Einen habe ich verfügbar, siehst du. Den werden wir aber, wie gesagt, erst zum Ende des Monats starten. Momentan nichts zu berichten. Alles sauber auf den Anzeigen. Genau. Und ja, Kaserne. Jetzt gucken, wie viele Soldaten haben wir jetzt. Vielleicht nochmal. Ja, ich hole nochmal 2 Soldaten dazu. Soldaten anmustern. Ja, leck mich. Ich nehme halt nur einen. Auch gut. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Einsatzleitung. Und halt zurück. Hangar. Mal gucken, wie die Jäger verteilt sind. Schützenstandsenkel. Da sind 2. Und da sind 2. Ja, das ist okay. Das machen wir so. Und dann lassen wir wieder ein bisschen Zeit vergehen und gucken mal, was passiert. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Weitermachen. Auf Ihrem Befehl kann der Einsatz erfolgen. Verfügbar über. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Ein mittleres UFO über Russland. Das schießen wir sofort ab. Das wird natürlich jetzt interessant, wenn wir jetzt schon ein mittleres UFO dazu kriegen. Erstmal ist das schneller als die Speer und zweitens hält es undeutlich mehr aus. Bereit für Nahkampf! Okay, wenn wir mit Glück kriegen, wäre es mit einem Jäger runter, wahrscheinlich aber nicht. Ich mache schon lieber den Abbruchknopf rein. Der Jäger schießt nur daneben. Ich habe den Ball ein bisschen zu viel. Ja! 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 Geschafft mit einem Jäger! Geil! Oh, das war, also, das klappt normalerweise mit einem Jäger, aber ich spiele das jetzt, was ich euch jetzt zeige, schon zum 5. Mal, weil das Spiel immer in der nachfolgenden Version abgestürzt ist. Ich hoffe, das klappt jetzt besser. Bisher habe ich immer 2 Jäger gebraucht. Immer. Der ist so stark beschädigt worden hier, ich musste abbrechen und ich musste den nächsten losschicken. Das ist jetzt zum Glück nicht passiert, also verlassen wir hier den Bericht. Und schicken unseren Sky Ranger los. Gucken, wen wir alles dabei haben. Sergeant Corporal. Schwer. Er ist Lieutenant. Das sind wir immer weg. Wählen mal aus. Also auf jeden Fall kommt Arturan hier wieder mit. Der wird hier gebraucht. Aber in Rüstungsdesign erinnern. Das ist immer lästig, dass er das normale Rüstungsdesign nicht speichert. Sondern immer nur die Farbe behält. So. Ja, dabei. Sie mit Stone, auf jeden Fall wegen dem Medkits. Das ist nur ein Gucken entfernen. Ja, okay, das ist aber ein Superfahrer. Ne? Peterson. Ja, dann nehmen wir doch die Peterson mit. Ich habe Angst, dass wir
wir auf den Schweren verzichten, dass ich da keine Gegner, keine großen Gegnergruppen umkloppen kann. Ja, ja, weiß nicht. Ich gehe nochmal zurück zur Einsatzbesprechung. Mal irgendwas gucken, wir nicht im Lagerzentrum jetzt. Finanzen. Nicht, naja, Quatsch. Schwarzbank wollte ich hier. Das ist sowieso falsch. Kaserne, Offiziersschule. 50 Dollar brauche ich für Truppgröße 1. Ich hole mir jetzt dieses Truppgrößen-Upgrade. Ich verkaufe jetzt irgendwas, dass ich 5 Leute mitnehmen kann, weil dann kann ich noch einen Rekruten mitnehmen. Und vielleicht läuft das dann ja ganz gut mit dem Rekruten. Schwarzmarkt, ja. 50 brauche ich. Die Flugcomputer wollte ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Energiequellen auch nicht, die brauche ich nämlich noch. Oh Gott, was kriege ich denn da? Ja, hier, Sektoidenleichen, die kriegen wir hier. So, brauchen wir 10 Stück weg. Handel abschließen, Schild weg damit. Dann gehen wir in die Offiziersschule und holen uns das Truppen-Upgrade. Gekauft. Und jetzt gehen wir in diese Mission. Und die, denke ich, 5 Minuten sind wir jetzt drin im Video. Die mache ich auf jeden Fall komplett mit. UFO-Absturz, Sky Ranger schicken. Jetzt haben wir ihn dabei, lassen wir ihn zu Hause und nehmen dafür einen Rekruten mit irgendeinen. Nehmen wir die hier, Apple Roots. Was soll ich dir bewaffnen? Sturmgewehr, Rüstung, Pistole, ja, das ist okay, Splittergranate. Nehmen wir einen Scope, die soll ja was treffen. Also, Splittergranate, Scope. Go, das ist okay, machen wir so. Schrotflinte, ja, wir belassen es dabei. Einsatz starten. So, das muss jetzt hin. Ja, ich habe das vermisst. Jetzt wieder angefangen zu spielen. Machen zum Einsatz, echt vermisst. Dieser Monat und XCOM war. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Jo. Los geht's. Kannst du schon bei der Landsequenz sehen? Nein, das ist auf der anderen Seite sein. Sky Ranger. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. So, hier müssen wir jetzt extrem vorsichtig sein. Ah, da hinten ist es. Wir müssen jetzt extrem vorsichtig sein, weil hier mehr Aliens drin sind als in so einem normalen Kackschiff. In so einem Speer, mit dem wir es bisher immer zu tun hatten. Fakt ist aber auch, dass das Schiff abgestürzt ist und wir deswegen in der Regel nicht mehr mit der vollen Besatzung zu tun haben. Langsam. Miss Brooks geht hier drüben hin. Ebenfalls Feldposten. Ich möchte nicht wie in der letzten Mission den neuen gleich wieder verlieren. Du turnst hier drüben hin. Das ist dann auch immer so eine lästige Sache, wenn man alle dann bewegt hat und der letzte verdammte Soldat, den man bewegt, der deckt dann so eine Alien-Einheit auf. Das ist immer extrem ärgerlich. Aber gut. Damit kann ich ganz gut leben, denke ich. Sniper, den bewege ich mal als letztes. Da ist mal der neue Rekrut im Zuge. Dahin. Falls auf Feldposten. Jetzt hierhin vor. Auf Feldposten. Das ist der Scharfschütze dahin. Daran dorthin ohne Deckung, das ist schon überleben. Okay, da wollen wir mal vorrücken zum. Erstmal nur hier hin, ne? Nicht zu weit. Aha! Sektoid. Ich find's ein bisschen schade, dass man die eigentlich nicht vernünftig flankieren kann. Also, dass es keine Option gibt, bei der die 56% nur. Egal, ich knall mal drauf, ich kann's ja. Ja, wir haben 2 Runden gemacht. Okay.
Und hier kann ich per Teamschuss. Ach, ja. Ich muss natürlich zum Scharfschützengewehr wechseln, logisch. Per Teamschuss den hoffentlich jetzt. Komm, machen wir gleich Präzisionsschuss. Ich schneide ihn ab. Nee, das ist daneben. Gut aus, sehr schön. Erste erledigt. So, jetzt war da aber noch einer. Guck, kann ich den irgendwie aufdecken? Hier hingehe. Rekruten. Nein, okay, dann Feldposten bitte. Hier hin. Auf Feldposten. Und wenn er wieder auftaucht, ist er tot. Es sei denn, er stürzt ab. Aber dann muss ich halt erstmal unterbrechen, bis das irgendwie im Patch gefixt worden ist. Autobahn auch. Pause. Feldposten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der bewegt sich da jetzt. Nicht abzustürzen. Da sollten eigentlich noch ein paar Leute mehr jetzt. Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Oh nein! Langlauf! Sie rücken vor! Zum Glück sind zwei Treffer gelandet. Super. Das geht ja immer. So, was ist denn nicht gut? Da. Das ist hier oben hin. Und Feuer. Oh, klatschen einfach rum. Okay, das ist scheiße. Aber nichts zu ändern. So. Hier vorrücken. Du erledigst ihn jetzt. Das kann ich angehen. Nächstes Mal krieg ich ihn. Gut, dann musst du das ja selber machen. Gut aus. Er ist ausgeschaltet. Jetzt habe ich einen verwundet und das ist ärgerlich. Scharfschütze hier vorne mit hin. Und Autobahn. Auch. Und Feldposten. Fall nur für den Fall, dass sich da was bewegt. Hier ist ein Recruit. Brooks, du kommst mal hier unten hin. Du darfst doch nicht dann einen Alien aufdecken, ist egal. Aber ist sie nicht, okay. Laufen kann, ohne einbußen. Auch nichts zu sehen, okay. Dann Feldposten. Für den Fall der Fälle. Scharfschütze dahin. Pistole. Gut, aufgepasst. Ja. Ist ja recht cool, der Pistole. Die hat ja schon einiges an Kills mit der Pistole hingelegt. Automat da drüben hin. Soldat. Ist da noch irgendwo Deckung da hinten? Muss dann halt hier gehen, das ist dann so. Was zum Teufel war das? Ich weiß, dass die Aliens da drin sind, aber ich muss jetzt nicht reinkommen. Hier ist alles zerstört. Okay, das ist doof. Ich weiß auch nicht, ob ich hier durchlaufen kann. Scheinbar ja. Ich werde aber erstmal hier hingehen, da in Deckung. Um solch einen Aufprall bei dieser Geschwindigkeit zu überstehen, müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. So, Atoran. Viel Erfolg, du gehst rein. Nichts zu sehen, gut, verpassen. Wie viele hier noch leben. Ehrlich gesagt, ich warte jetzt nochmal eine Runde ab und lade erstmal bei allen nach. Los jetzt. Okay, außer bei Atoran. Der macht Feldposten. Weil der hat noch nicht geschossen. Alle anderen sind ja schon mal in Kampfhandlungen verwickelt gewesen. Kann weitergehen. So, jetzt sind die Aliens dran. 14 Minuten. Na, ist egal. Die Mission schaffe ich schon noch. 6 Minuten müsste ich eigentlich hinbekommen. Schön vorsichtig. Nein, ich mach das noch nicht. Kann da einer weit genug rüber sprinten? Die Seite hier in Deckung gehen? Dahin?
Sieh mal. Vielleicht decke ich da was auf. Nein, natürlich nicht. Oh, so, wer war da noch? Ja, du auch Feldposten, komm, sag ich so. Scharfschütze dahin, riskant, aber ich mach's einfach mal. Wenn jetzt noch einer aufgedeckt wird, dann muss der Toran den halt abknallen. So, bis dahin. Nein, bitte. Oh, ich hatte gerade schon die Angst, dass das Spiel abstürzt. Okay. Gut, warten wir auf, was passiert. Nichts, okay. Atora geht vor, hier hin. Hier nichts. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Ein unbeschädigter Bordcomputer, sehr gut. Du gehst hier neben die Tür. Dahin. Hier hin vor, mit ein bisschen Deckung. Du hast das Scharfschützengewehr. Gehst hier hin. Pistole. Du hast den Raketenwerfer. Stellst dich hier hin. Feldposten, okay. Feldposten, okay. Du auch. Ja. Feldposten. Und Feldposten. So, wenn da jetzt ein Alien kommt, ist es tot. Hoffe ich jedenfalls. Ja, da hinten sind noch welche, aber ich weiß, dass hier drin auf jeden Fall auch einer ist. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Über diesen Falle. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Was, hier drin ist kein Ätherer? Hier sind sonst immer Ätherer drin. Ich bin irritiert. Okay, du bleibst da stehen. Du musst schön Feldposten. Du bist hier hin vor. Ebenfalls Feldposten. Oh, 17 Minuten schon, ich muss mich ein bisschen ranhalten jetzt. Atoran da drüben hin. Rekrutentante hier hin. Das heißt aber, ich glaube, da ist der Flugcomputer auch noch intakt. Das ist natürlich klasse. Du gehst einfach hier hin. Du hast auch einen Feldposten. Tür auf. Was war das für ein Geräusch? Ah, da ist der Ätherer. Okay, dann knall ich den mal ab. Also ich versuch's zumindest. Dann. Sie haben mich flankiert! Hat die Rekruten schon einen Abschuss? Ich glaube nicht, ne? Wo sind die Alte überhaupt? Da. Ja, die sieht natürlich wieder nichts. Geht auch mal vorne hin. Und versucht den mal umzubiegen. Oh, das ist die Alte. Justiere Visier! So, Toran. Komm. Da machst du das. Jetzt flankierst du den sogar. Und jetzt trail ihn einfach ab. Neutralisiert. Aber das waren noch nicht alle. Hätte mich doch überrascht, wenn. Ah, schade, das Alerium ist natürlich zerstört. Also ich ziehe jetzt mal den ganzen Trupp hier rein und dann gehen wir nach vorne wieder raus. Sniper-Tante auch hier rein. So. Aha.
sind sie. Ich glaube, das sind die letzten beiden. Oh nein. Oh, das war nicht geplant. Ups. Ah, verdammt. Okay, jetzt muss ich mir überlegen. Entweder schieße ich den jetzt ab. Ich halte mir die Entscheidung nochmal offen. Okay, das ist doof. Verdammt. Hier oben hin. Das kann ich natürlich nicht mehr machen. Aber ich kann versuchen, mit der Pistole diesen Heini da abzuknallen. Das klappt sogar. Geil. Feind erledigt. Okay, ja, Toran ist zu weit weg, um irgendwas zu reißen. Hier oben hin. Hier in Deckung. Ich kann da versuchen, mit Run and Gun was zu machen, ne? Aber die stehen hier drüben außen versteckt, also das ist ein bisschen blöd. Ich versuch's mal. Was kann die Alte eigentlich? Ziel steht noch! Okay, dann wird diese Folge halt ein bisschen länger, das stelle ich gerade fest. Das ist dann halt so. Dorthin. Siehst nichts, gut. Feldposten. Autobahn. Gib mal. Schuss, okay. Renne mit tödlicher Geschwindigkeit. Hier hinzugehen und dann in Deckung zu gehen. Das ist natürlich jetzt totale Oberkürze. Oh, Deckung kann ich gar nicht mehr. Ja, mach ich Feldposten. Okay, dann kann ich jetzt nur hoffen, dass die drei Aliens blind sind und nicht schon wieder den Rekruten schießen. Also einer macht auf jeden Fall Mind Control, meinen Merchant gerade. Ich schieße auf den Rekruten. Nur zwei Treffer, vielleicht überlebt die das sogar. Jetzt muss ich nächste Runde mit Stone High. Oh, überstanden, sehr gut. So, vorrücken. Hier hin. Oh oh. Feldposten. Liege unter Beschuss! Aber schießt daneben, gut. Okay, der ist kontrolliert von irgendeinem da hinten. Dann schieße ich nicht auf den, sondern auf den, aus dem ich hier 32% Trefferchance. Ganz mal klar machen. Vielleicht hat's ja. Nein, nicht. Shit. Verflucht! Ziel verfehlt! Aus. Wieder da. Super. X-Ray neutralisiert. Jetzt muss ich diesen anderen aufgedeckt kriegen können. Das wäre geil. Ich muss mit Pedersen. Ich komme mit ihm gar nicht weit genug vor, um das zu treffen. Nee, sieht nichts. Die hier sprintet sie vorne. Und beim nächsten Mal rein. Abzuklatschen. Zu knallen. Habe ich hier eine Deckung? Nein, natürlich nicht. Gehe ich dahin. Und versuch's einfach mal, vielleicht habe ich ja Glück, aber mehr als 3 Schaden kann ich mit dem Gewehr, glaube ich, nicht machen. Natürlich daneben. Warum sollte man auch treffen? Das ist ja nicht gut. Nicht. Au, Teamschuss. Pass auf. War das Scharfschützengewehr? Teamschuss. Präzisionsschuss. Komm schon. Sieht gut aus. Und. Ja, erwischt. Ich hätte natürlich lieber den Kommandanten gekriegt. Das wäre einfacher gewesen. Aber da muss ich mich um den halt manuell kümmern. Okay, auf wen schießt der? Wieder auf die neue. Und daneben! Ja, super! Das heißt, ich werde gleich mit Stone erstmal rumgehen. Hast du überhaupt jemand? Nur die Alte ist verletzt. Okay, dann gehst du hier hin. Heilst die.
Schmier Erde drauf, Weichei. Und dann. Ja, nee, Scharfschütze habe ich gerade gehabt. Soll die Rekrutin machen. Mit ihrem letzten Schuss. Oh, das ist doch unglaublich. Verdammt, keine Munition! Da komm, Raturan hier. Du darfst auch nochmal an. Einen darfst du noch machen. Wo ist denn der? Nein. Jetzt kannst du den nicht mehr sehen. Oh Gott. Ja komm, egal. Granate. Sag du ihn gleich, dann bin ich wirklich nicht zur Genüge. So, was? Das wie aus dem Lehrbuch. Und das Spiel ist nicht abgestürzt. Das heißt, es hat was gebracht, den Rechner zu formatieren. Und das Spiel neu drauf zu laden. Jetzt nochmal eben einmal zurück zur Basis und dann ist diese Folge auch vorbei, denn das war dann lang genug. So, heute ist übrigens für die, die es interessiert, Donnerstag, also an dem Tag, an dem ich das aufnehme. Donnerstagabend, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch fertig gerendert kriege, wahrscheinlich nicht, weil Schnitt und Rendern dauert ja auch noch mal eben 3 Stunden. Wenn nicht länger. Und die sind alle befördert worden, außer Stone, aber die ist ja auch nur 9 Tage verwundet mit 2 lächerlichen Treffern. Das ist natürlich bösartig. April Brooks verwundet 6 Tage? Ich hab die doch geheilt. Ich kann doch gar nicht verwundet sein. Na, ist egal. Erstmal werden hier Leute befördert. So, was kriegt die? Verkümmelter Schuss. Und der Gefechtsscanner. Nein, ich nehme auch jemanden den verkümmelten Schuss. Ist mir lieber. Dann Arvidan auch befördert worden. Verringerter Schaden. Ah, nee, komm hier. Geh ich noch Sekund treiben, ist wichtiger. So, dann Brooks ist befördert worden. Raketen sind natürlich schwer, okay. Noch ein schwer, ich glaube, da haben wir schon 3 oder 4 schwere. Und sie ist auch befördert worden. Schade, Rakete, fall eine Rakete durch die Erde. Ich nehme auch hier die Schredderrakete. Okay. Wir haben wieder einiges dazu bekommen. 2 beschädigte Flugcomputer, 2 beschädigte Energiequellen. Die können wir auch verkaufen, weil die kein Mensch braucht. Und an dieser Stelle. Komm, das machen wir nochmal eben. Beschädigt. Tschüss. Tschüss. Abschließen. Weg damit. An dieser Stelle sage ich dann mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play XCOM Enemy Unknown. Bis dann!